Hallihallo, Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir spielen wieder Kara und Alice. Was sagt, wir spielen Kara wieder? Oh, das Feuer ist fast aus. Feuer neu entfachen. Ich glaube, da muss ein bisschen Holz rein. Guck mal, hier ist Holz. Ruckel, ruckel. Das war's. Ich wollte lesen. The lion sleeps tonight. Detroit Today. Cyber Wildlife. Erster Anurin-Zoo wird eröffnet. Cool. Ja, jetzt gibt's da halt Androidentiere. Hallo. Ich kann mein Pet gerade nicht mehr benutzen. Versuchen wir es nochmal. Ja, das haben wir jetzt. Jetzt geht auch wieder das Pet. Kanada noch androidenfreie Zone. Okay. Kanadier, einfach das Volk. Was soll ich jetzt machen? Und Spielautomat. Das war ein Spiegel. Ich dachte, das wäre so ein anderer Raum nochmal. Perfektes Zimmer gleich gefunden. Oh, man sieht nichts, ist ja langweilig. Sieht kacke aus. Die steht hier nicht. Gut, aber sie nimmt sie. Waffe wollen wir ja nicht vergessen. Mit hier können wir anscheinend nichts machen. Haare schneiden. Joa. Kurzhaare sehen auch ganz gut aus. Blond, weiß, schwarz. Fertig. Zugriff auf zum Wähler eine neue Haarfarbe. Wie sieht weiß aus? Weiß sieht doof aus. Blond. Schwarz.
Ah, schau sieht am besten aus. Und sie entfernt sich das Ding jetzt auch. Genau. Oh, es sieht einfach nur eklig. Leute, auch sind abgebrochen. Ja, aber irgendwie so. Das wär's erstmal. Sie können gehen. Oh, das hängt. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn Sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Das ist sehr nett von dir, Ralph, aber wir müssen los. Los? Nein, nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Ich setze mich einfach mal lieber hin. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Das wird ganz toll. Der ist ein bisschen köstlich. Creepy. Oh ja, köstlich. Köstlich. Ich mag ihn. Vater, Mutter, kleines Kind. Was sagt sie? Sie sagte, es sieht lecker aus. Oh. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fing den Besten, den Größten, der da war. Das wird ein köstliches Mahl. Köstlich. Mach schon. Iss. Sieht eklig aus. Wir werden jetzt aufstehen und von hier weggehen, Ralph. Nein. Nein, ihr werdet nicht gehen. Nicht bis Ralph es erlaubt. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein, Ralph. Vater, Mutter, kleine Tochter, oder?
Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Oh, das hast du echt geschafft. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein. Nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. What the fuck, wir spielen jetzt Connor. Okay, was ist jetzt mit Kara? Wieso reibt er sich die Hände? Das ist komisch. Na, dann gehen wir jetzt mal ritten, wa? In die gute Stube. So. Zustand als vermisst gemeldet, Modell WR600 Gärtner. Er war ein ehemaliger Gärtner. Da. Hinweis auf Software, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung Mittel. Okay. Da. Und irreale Hautschäden, mögliche Ursache extreme Hitze. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Einfach mal das Haus durchsuchen. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Hier kann ich jetzt immer noch mal kontrollieren. Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Wir wissen jetzt, dass der andere die Wahrheit sagt, weil wir... Connor, was zur Hölle machst du da drin? Komm, Lieutenant. Zum Bahnhof.
Okay, hinterher rennen. Los, Connor. Sie sind da drüben. Ach, die klettern gerade. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Natürlich rennt sie einfach auf die Autobahn. Ach, das kann sein, bitte nicht, dass wir sie jetzt spielen. Oh, verdammt! Wahnsinn! Hey, holt sie hin! Sie dürfen nicht entkommen! Werden sie nicht! Sie schaffen es nie auf der anderen Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich nur um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Ja, okay. Ja, wir verfolgen sie mal nicht, wa? Nein! Oh. Wir wurden gerade zweimal getroffen, weil ich aus Versehen einmal den falschen Knopf gedrückt habe und aufgegeben habe, aus Versehen zu drücken. Bist du okay? Häufig war mir jetzt Alice, obwohl halt da noch die beiden Typen sind, also Hank und Connor. Joa. War geil. Wir haben 35%. Dann gucken wir uns jetzt nochmal an, wo wir was vergessen haben. Oder einen ganzen Handlungsstrang. Morgen in einem Haus. Nach Alice sehen. Okay, keine Ahnung. Haare schnell entfernen, hätten wir eine andere Kleidung wechseln. Wir hätten die Waffe da lassen können. Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Hier ist halt komplett was, was wir nicht haben. Ich habe keine Ahnung, was für ist. Auf jeden Fall kommt alles zu Connor, verfolgt sie, außer hier der untere Strang. Bei der Polizei trifft ein, dann Sitzangebot annehmen, hätten wir ablehnen können, an den Tisch setzen, danach nochmal, ich glaube, okay, wir wären glaube ich so oder so an den Tisch dann gegangen, was anderes, Ralf entschuldigt sich, okay, Ralf hätte sich auch nicht entschuldigen können, dann wären wir von Connor nur gestört worden. Besetzte Androiden befragen, besetzte Androiden bleibt still. Okay, hätten wir auch was anderes. Wäre dann direkt zu Connor verfolgt. Also wir hätten die ganzen Sachen nicht mal überprüfen müssen. Da haben wir eins vergessen. Okay, dann wäre hier vorbei gewesen. Zu der letzten bekannten Position rennen, Zaun rechtzeitig erreichen. Kara und Alice sind beim Highway. Kara und Alice erreichen Mittelstreifen. Hätten wir vielleicht auch nicht schaffen können. Und hier wäre dann nicht schaffen, keine Ahnung. Beide hätten es wahrscheinlich nicht geschafft. Kara hätte es nicht geschafft oder Alice noch nicht. Das wird noch eine große Frage. Hui. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.